herzlich willkommen zu einem neuen Video beim Dream Factory Kanal. Heute hier vor diesem wunderschönen Tempel auf Bali. Und zwar habe ich dir heute 7 Schritte für ein freies und selbstbestimmtes Leben mitgebracht. Also sei gespannt, was da auf dich zukommt. Und jetzt starten wir auch gleich rein. Mit Schritt 1, definitiv bau dir Fähigkeiten auf, die andere nicht haben. Irgendwas, was in dieser heutigen Zeit, vor allem im Online-Geschäft, dir absolut Mehrwert bringt, weil damit kannst du überall auf der Welt einen Job holen, kannst du auch überall auf der Welt arbeiten, wie zum Beispiel mit E-Commerce, hast du zum Beispiel die Möglichkeit, auch dir ein passives Einkommen mit Dropshipping etc. aufzubauen. Und das ist auf jeden Fall der große Tipp 1, also Fähigkeiten aufbauen in puncto Rhetorik, Selbstbewusstsein. Dein Mindset ist natürlich wieder maximal entscheidend hier für klaren Erfolg, aber das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Steps. Ja, der zweite Schritt ist definitiv, also nachdem du dir Fähigkeiten aufgebaut hast, ist, bau dir dein eigenes Business auf. Weil wenn du wirklich langfristig absolut finanziell frei werden möchtest, das ist natürlich ein Prozess, musst du vor allem am Anfang einiges dafür tun, einiges investieren an Zeit, Geld, Energie. Das muss dir klar sein, das geht nicht von heute auf morgen. Da brauchen auch die meisten Unterstützung und das ist auch richtig so, weil kein Meister ist vom Himmel gefallen und wir können uns natürlich die Abkürzungen, die uns die Coaches, die Unternehmer, die schon da sind, wo wir sein wollen oder wo ihr bzw. du hinkommen möchtest, zunutze machen. Damit sparst du dir natürlich Zeit, unglaublich viel Geld, weil sonst verbrennst du viel Geld. Ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr viel Geld in Werbekampagnen verbrannt oder in falsche Unternehmen, falsche Partnerschaften investiert, aber dazu in einem anderen Video mal mehr. Auf jeden Fall. Bau dir dein eigenes Business auf. Schau, dass du natürlich deine Leidenschaft herausfindest. Das ist auch ganz wichtig und dazu kommen wir auch schon zum dritten Schritt. Du kannst dir natürlich nur das richtige Business aufbauen, das dich auch langfristig so motiviert beflügelt, dass du am Ball bleibst, wenn du das dir, deiner Persönlichkeit, deinen Werten und allem, was dir natürlich wichtig ist, entsprechend aufbaust. Das ist ganz wichtig, dass du hier wirklich klipp und klar weißt, was du genau vom Leben möchtest und wie du das Ganze natürlich auch bekommst. Und da gibt es natürlich das ein oder andere Geheimnis, die ein oder andere Technik, falls du noch nicht konkret weißt, was du willst, wie du das Ganze bekommst. Aber da kannst du natürlich jederzeit gerne auf mich zukommen. Also haben wir schon die ersten 3 Schritte. Was ist dann der nächste wichtige Step? Schritt 4, definitiv investiere. Schau, dass du dein Cashflow permanent investierst, egal ob es jetzt in neue Bücher, in Seminare, in Coachings, in Aktien etc. sind. Gib jedem Euro, jedem Dollar oder welche Währung auch immer eine Aufgabe, dass die sich für dich vermehrt. Versuch natürlich auch, deinen Konsum einzuschränken, deine Fixkosten zu senken und dementsprechend natürlich dir eine Routine aufzubauen. Das ist dann auch schon Schritt 5. Bau dir die passende Routine auf, beziehungsweise zuvor setz dir klare Ziele, konkrete Ziele mit der Smart-Formel. Die habe ich auch schon öfters mal erläutert. Also sie muss spezifisch dein Ziel sein. Zum Beispiel, du willst 5.000 Euro im Monat verdienen. Ja, dann musst du, es muss messbar sein. Dementsprechend ist es natürlich messbar. Es muss attraktiv sein. Es muss dich motivieren. Du musst da richtig Bock drauf haben. Das Ganze am besten auch noch mit positiven Bildern, Emotionen verknüpfen, weil dann erschaffst du diese intrinsische Motivation, die dir vor allem hilft, das Ganze noch schneller und effizienter zu erreichen. Ja, es muss realistisch sein, ist definitiv realistisch und es muss terminierbar sein. Bis wann möchtest du das geschafft haben? Bis nächsten Monat, übernächsten Monat oder Ende des Jahres. Setz dir da auf jeden Fall eine Deadline, weil genau in der Deadline wirst du es definitiv auch erreichen. Das ist eines der ungeschriebenen Gesetze, hat auch einen Namen. Ist mir jetzt leider entfallen, halb so wild. Auf jeden Fall, das ist Schritt 5. Klare, konkrete Ziele aufgrund deiner Werte, deiner Persönlichkeit, dem Traumbusiness, das auch zu dir und wirklich deiner Persönlichkeit letzten Endes und deinen Wunschvorstellungen vom Leben passt, was dir das Ganze natürlich dann auch ermöglicht. Ja, was ist das Nächste? Dann natürlich ins Doing kommen. Nummer 6. Ins Doing kommen, eine Routine aufbauen, die dich auch wirklich Step by Step genau dahin bringt, wo du letzten Endes möchtest, weil von nichts kommt nichts. Du musst natürlich jeden Tag die richtigen Dinge oft genug tun. Das heißt, bau dir eine Routine auf bezüglich Sport, bau dir eine Routine auf bezüglich Gedanken, Ziele aufschreiben. Schreib dir am besten jeden Früh, jeden Abend deine Ziele auf, weil da ist dein Gehirn bzw. dein Unterbewusstsein im sogenannten Täterzustand und nimmt das Ganze viel entspannter auf.
Da ist die Brücke einfach da und das Ganze kommt dann viel weiter von innen und führt dich vor allem genau dahin, wo du letzten Endes hin möchtest. Aber bau dir eine Routine auf, ruf Leute an, arbeite, wirklich arbeite konkret Sachen aus, lese Bücher, besuch Seminare, lass dich coachen, lass dich unterstützen, investiere in dich selbst, dass du dann natürlich auch eine geile Routine, Erfolgsroutine vor allem für dich und dein Ziel aufgebaut hast. Weil meiner Meinung nach ein freies und selbstbestimmtes Leben kommt nicht, wie die meisten es dir versprechen, über Nacht. Das ist eine Menge Arbeit. Das muss dir bewusst sein. Du musst da wirklich dafür brennen. Du wirst auch Tage erleben, da wirst du nicht so motiviert sein. Und genau an denen kommt es darauf an, dass du trotzdem aufstehst, dass du trotzdem machst, dass du dich trotzdem motivieren kannst. Und dementsprechend auch zu Punkt 7. Hol dir bzw. erstell dir auch ein Vision Board. Beziehungsweise programmier dein Unterbewusstsein sowas von bildlich, subliminal, vielleicht auch mit Mastermind Subliminals, alles so unterschwellig auf auditiver Basis, so auf deine Ziele, auf deine Wünsche und Träume um, dass du da auch wirklich diesen Drive entwickelst, dass du alles dafür tun wirst, das Ganze auch zu erreichen. Und das ist so wichtig, weil sonst schaffst du es nicht. Sonst wirst du es nicht schaffen. Die meisten, ich glaube 7 von 10 Unternehmen, die im ersten Jahr starten, hören auf. Die hören einfach auf, weil die merken, oh, es ist hart, es ist anstrengend. Die geben auf. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du wirklich nachhaltigen Erfolg haben möchtest, wenn du das nächste Level für dich, deine Persönlichkeit erreichen möchtest und wachsen willst, dass du in dich investierst, dass du weitermachst, dass du einen Cashflow aufbaust, dass du mit den richtigen Leuten, vor allem dem richtigen Umfeld dich auch umgibst und dass du vor allem diese 7 Schritte für ein freies und selbstbestimmtes Leben zu Herzen nimmst. Und wenn du da wirklich auch Unterstützung brauchst und vor allem die Abkürzung möchtest, weil du siehst hier, ich reise jetzt schon seit fast über 2 Monaten um die Welt, lebe meinen Traum, bin wirklich auf dem besten Weg, selbst absolut finanziell frei zu werden und schaue natürlich, dass ich die Menschen in meinem Umfeld auch weiterbringe, weil ich habe mehrere 60.000 Euro in mich investiert, in mein Wissen, in Fähigkeiten, die sonst keiner kann. Und glaub mir, ich kann in wenigen Minuten, in wenigen Sessions dir vor allem helfen, dein Unterbewusstsein zu programmieren, dich darauf zu konditionieren, wie du den Erfolg hast und dir vor allem das ein oder andere Geheimnis zeigen, wie du noch schneller deine Ziele erreichst und das Ganze natürlich auch auf dich, deine Persönlichkeit, deine ganzen Werte und alles, was dir wichtig ist, zugeschnitten ist. Aber die Entscheidung liegt wie immer bei dir. Das Einzige, was ich tun kann, ist es dir anzubieten und deswegen würde ich mich umso mehr freuen, wenn du dich einfach mal zu einem kostenlosen Strategie-Call einträgst, weil dann können wir einfach mal gucken, wie die Karte für deine Traumreise, für dein Traumleben aussehen muss. Weil ich kann dir nicht sagen, wie dein Traumleben aussieht, ich kann dir nur zeigen, wie du es herausfindest und wie du es auch bekommst. Und deswegen freue dich drauf auf noch weitere schöne Videos hier von diesem traumhaften Inselkomplex, der Insel der Götter. Und in dem Sinne, we change the world together, angefangen bei deinem.